Hallo und willkommen zurück, meine Lieben. Ach, bei allerfeinsten Regenwetter. Ist ja wunderbar hier. Ja, um kurz vor 7 am Sonntagabend. Ich habe mal ausgeschlafen, sozusagen, nach dem großartigen Sportfest gestern. Was eine wirklich mal, ja, angenehme Abwechslung war. Ich kannte es ja selber noch nicht. So, gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall wieder Post. Da schauen wir natürlich als erstes mal eben rein. Was haben wir da vom Museum? Torso eines T-Rex hatten wir schon. Dann ein Dino-Ei. Okay, das hatten wir auch schon. Und was haben wir zu guter Letzt noch? Einmal. Triceratops-Schädel. Okay, gut. Den hatten wir aber auch schon. Dann kann ich das ja einmal alles brav da reinschmeißen einfach. Und gleich verkaufen gehen auch. Ich bin mal gespannt. Was haben wir da? Von allen Richtungen bekommst du 10.200 Punkte. Oh, geil. Ein großes Haus ist nicht unbedingt ein schönes Haus. Dann ist es eher ein Lagerhaus. Boah. Na, das habe ich auch verstanden. Aber ist egal. Wir haben mehr Punkte. Ich schmeiß meinen alten Brief weg. Und den neuen mal eben stolz und hin. So, wir hatten aber gestern ja Post bekommen von Tom. Super Tiefspreis. Wir haben wunderschöne handgemalte Tapetenauflage. Wir verkaufen diese Sonderexemplare in einer einstündigen Aktion am 22. März ab 19 Uhr. Sprich gleich. Das sollte jeden Moment soweit sein. Ah, sehr schön. Kaum sag ich, so läuten die Glocken. Wunderbar. Das klang jetzt ein bisschen falsch, aber okay. Ach, guck mal, ein Eintrag von heute. Wer hat Lust auf eine kleine Schatzsuche? Wenn du die Falle findest, die ich in einem der Fünferfelder vergraben habe, gehört sie dir. Oh, okay. Na dann, die können wir ja mal suchen gehen. Ja. Dann würde ich sagen, quatsche ich hier gar nicht groß rum. Schön, ne? Wie die Sonne so fast untergegangen ist und leichten Schatten sieht man ja noch. Das ist ganz hübsch eigentlich. Ich muss mal eben kurz eine Sache erwähnen. Es wäre ganz toll, wenn ihr mal ein kleines Feedback da lasst, diesmal zur Audioqualität. Weil ich werde zwar noch ein bisschen nachbearbeiten, im Zweifelsfalle, ne, dass ein bisschen das Rauschen minimiert wird und sowas. Aber ich nehme gerade mal ja, mein Mikrofon mit einem anderen Programm auf. Ich habe nämlich das sehr merkwürdige Problem, dass meine Audiodateien von der Mikrofonspur immer asynchron sind. Ja, das heißt, wenn ich eine Aufnahme habe, die, sagen wir mal, ja, alles, was über 10 Minuten geht, wird asynchron. Es sind nur so ein, zwei Frames, aber die sorgen für so einen Hall oder Echo. Das ist irgendwie voll ätzend. Das klingt alles total blechern dann, wenn es nur minimal ist und irgendwann wird es dann zu so einem Hall, umso länger das läuft. Das heißt, das ist für mich echt eine unfassbare Fummelarbeit, das immer nachzubearbeiten, ne? Weil ich regelmäßig, doof gesagt, meine Mikrofonspur dann irgendwo ja, schneiden muss, ein Stückchen weglöschen muss und wieder dran setzen muss und gucken muss, dass halt alles super läuft und immer ganz viel Probe hören muss. Frisst tatsächlich viel mehr Zeit, als mir lieb ist und ja, ich hoffe auch, dass es unnötig ist und ich hoffe, dass ich mit diesem Programm das Problem nicht mehr habe. Ihr könnt mir aber gerne mal ein Feedback dann zur generellen Qualität da lassen, das wäre natürlich super schön, weil dann kann ich nämlich gucken, ob ich das jetzt hier weiter benutze oder ein anderes, mal gucken. So, wie dem aber auch sein mag. Willkommen, du hast Glück, heute findet eine Sonderaktion statt. Kostenlose Ballons für alle. Oh, cool. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ich habe nicht viel, aber sieh dich einfach in aller Ruhe um. Ja, machen wir doch gerne. Oh, da gibt es aber nicht viel zu kaufen heute, wa? Wie kann ich dir helfen? Ich möchte gerne was verkaufen. Hätte ich gerne. Das, das und das. Einmal los. Alles zusammenrechnen macht das 12.400. Cool. Das lohnt sich doch. Nö, das reicht. Vielen Dank. Okay, jetzt bin ich aber mal eben hier schon ganz neugierig. Ah, ein Jadeballon. Kann ich den so in die Hand nehmen? Ach, das ist ja geil. Das ist ja total geil. Ja gut, hier im Laden sieht man es natürlich nicht. Ja, der totale Ausverkauf hier. Kenne ich ja gar nicht. Ach, du hast unglaubliche 3 Tapeten. Ernsthaft? Das ist alles? Na gut, dann muss ich aber mal gucken, was das für welche sind. Das ist eine Azur-Tapete. Ein schönes Stück, wirklich. Möchtest du sie mal ansehen? Ja, klar. Und die ist jetzt so besonders? Handgemalt oder was? Keine Ahnung, ich kaufe sie jetzt einfach mal. Ich meine, wir sind ja gerade sozusagen quasi reich. Dann können wir ja mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, lose. Gib her. Einfach mal alles hergeben.
das ist eine Maskentapete, ein schönes Stück, wirklich. Möchtest du sie dir mal ansehen? Na klar. Ich kann mich tatsächlich nicht so ganz bewusst an die erinnern, aber ich kaufe sie jetzt einfach mal alle. Und was haben wir dann noch? Ah, natürlich ein Los, ganz klar. Das ist wichtig. Und ein Gartenzaun. Aber das sind doch... Ich bin mir sehr sicher, dass zumindest das auf jeden Fall eigentlich eine Tapete ist, die man sonst nur über die, wie hieß sie? War es Aziza? Ich meine, Aziza war das, ne, mit den Tapeten. Eigentlich kriegt man die nur von der. Ja, gut, wie dem auch sein mag. Natürlich kaufe ich die dann. 800 Sternis, vielen Dank. Ja, ein Los, juhu. Mein Gott, drei Lose. Einfach heute. Was ich natürlich gut finde, weil mehr Lose heißt, demnächst mehr Gewinne. Und ich habe einen Luftballon. Das ist eigentlich noch fast das Geilste dabei. Scheiße auf die Tapeten. Ich habe einen Luftballon. Das ist total cool. Vielen Dank und komm mal wieder vorbei. Ich freue mich schon darauf, dich wiederzusehen. Ja, vielen Dank. Trägt der denn jetzt immer mit sich rum? Ah, das ist toll. Ernsthaft, das finde ich gerade super toll. Passt auch super zu unserem Outfit. Kann ich denn trotzdem jetzt meine Hände benutzen? Das ist ja total geil. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall jetzt immer den Luftballon mit. Das ist ja geil. Hallo Kirschen. Hallo, noch kleiner Birnbaum. Da bin ich gerade echt mal sehr angetan von. Hey, Tano. Guck mal, du hast einen blöden Schirm. Wir haben einen coolen Luftballon, auch wenn wir nass werden. Ach, es ist ja Redmaker. Hast du den ganzen Tag mit Schlafen verbracht? Nein, nein. Tja, du hast nicht viel verpasst. Ich dachte, es würde bis zur Nacht aufhören zu regnen. Von wegen. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir? Kann ich dir helfen? Mal nachdenken. Nee, ich habe nichts, was erledigt werden müsste. Versuch's später nochmal. Na gut. Ich habe einen Luftballon. Ich bin mit meinem Luftballon spazieren. Ich wusste gar nicht, dass, dass es hier sowas wie Luftballons überhaupt gibt. Finde ich gerade echt mal cool. Hey Toni, wie geht's dir? Hallöchen, du da. Guten Abend, Redmaker. Ich habe dich am Tag überhaupt nicht gesehen. Warst du den ganzen Tag beschäftigt, oder was? Ja, ein bisschen. Der Regen durchkreuzt einem wirklich alle Pläne. Was, Korall? Sag mal, Redmaker, was gibt's Neues? Kann ich dir helfen? Oh nein, ganz schlechtes Timing, Korall. Ich habe selber gerade etwas erledigt. Hätte ich doch nur gewusst, dass du Arbeit suchst. Ach, ist doch nicht schlimm, Toni. Bienchen ist reingegangen. Komm, wir gehen mal einmal Hallo sagen. Ich besuche die immer so selten drinnen, ne? Wir gehen irgendwie nie rein. Oh. Erinnere mich mal jemand daran, dass ich irgendwann mal meinen Stuhl ölen muss. Ist ja furchtbar, wie der immer knatscht. Das hört ihr, glaube ich, auch immer, oder? Hallo, du da, Redmaker. Was hast du heute den ganzen Tag so gemacht? Es ist ja schon spät. Ich habe dich heute da draußen überhaupt nicht gesehen. Deshalb dachte ich, ich könnte dich morgen treffen. Nein, nein. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Ich will nur plaudern. Redmaker, hättest du Lust auf ein Spiel? In meiner Tasche befinden sich Karten, auf denen Preise für ein paar Items geschrieben sind, die ich besitze. Ich ziehe eine der Karten aus meiner Tasche und du musst das notierte Item zu dem Preis kaufen, der auf der Karte steht. Keine Sorge, keines Items ist teurer als 3000 Sterne. Ja, das klingt okay. Ja, das klingt okay. Versuchen wir mal. Du liebst das riskante Leben, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Lass uns zuerst einen Blick auf das Objekt der Begierde werfen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, es ist eine Karo-Kachel. Hier hast du sie schon mal. Na gut. Ein Teppich. Na dann. Als nächstes schauen wir uns einmal den Preis an. Ah, das macht 1740 Sterne. Zeig mir das Geld. Ja, kannst du gerne haben. War das nicht aufregend? Wir sollten das irgendwann einmal wiederholen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Ich habe das dringende Bedürfnis, dir Gyroiden zu schenken. Einfach weil dieser eine da ist nett, aber da geht doch noch mehr. So, was machen wir denn jetzt mal? Auf jeden Fall mit dem Luftballon weiter spazieren. Ich finde das gerade total geil, wie das zu den Klamotten passt. Das ist total super. Mann, hätte ich das mir eher gekriegt. Hey, Sita. Stehst du denn du hier so rum? Ist irgendwas besonders? Ich folge dir mal unauffällig, weil ich will einmal gucken, ob hier ein dicker Fisch drin ist. Aber offensichtlich nicht. Naja, machen wir halt das Unkraut einmal weg. Ist auch schön. So, dann gucken wir mal hier rum. Du. Ja, jetzt ist da natürlich ein Fisch. Das war klar. Ihr wollt uns doch alle verarschen. Ach, die Linda. Hallo. Ist jetzt so nass draußen? Ja, na gut. Auf Wiedersehen. Ich gehe mal einfach eine Runde spazieren. Gucken wir mal, was man hier so machen kann.
Du. Wieso komme ich da nicht durch? Danke. Mann, ich bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich hier einen Ohrwurm nach dem nächsten habe von den ganzen Songs. Finde ich super. Hey, Rex, gehst du die Marie besuchen? Oh Mann, das ist so uncool. Ich bin total durchnässt von dem Regen und jetzt sind meine Blumen ruiniert. Och nein. Ich habe da dieses Problem mit dem Öffnen von Regenschirmen, deshalb werde ich immer so nass, total doof. Worum geht's? Was geht denn so bei dir? Redmaker, hör zu, ich habe gehört, die Tiere nennen mich einen Chaoten. Falsch. Sieh dir mal mein schickes Outfit an. Ich habe es bei Tom Nook gekauft. Ich frage dich, würde ein Chaot etwas so Cooles tragen? Nein, natürlich nicht. Sieht es nicht wie ein teures Original-Grazia-Outfit aus? Aber es ist etwas eng um den Bauch. Ich kann Snacks einfach nicht widerstehen. Also zum Schnäppchenpreis von nur 2710 Sternis würdest du mir dieses Nummer 4 Outfit abkaufen? Ist ja eigentlich sehr teuer, ne? Aber ist egal. Komm, ich bin jetzt gerade nett und hab die Spendierhosen an. Ja, ich wusste es, Redmaker. Toll. Du bist immer so aufgebrezelt. Ach, bin ich das? Ich kaufe ab jetzt nur noch Kleidung mit Gummibund. Vielleicht werde ich eines Tages so schick wie du. Ja, da gebe ich dir einen heißen Tipp. Einfach mal nachts angeln gehen. Da trifft man ab und zu die Grazia und dann kriegt man geile Klamotten. Marie, warst du nicht gerade auch da? Rex, was hast du gemacht? Da geht der Ball dahin. Du bist mehr einer. Ja, vielleicht bist du doch ein Chaot. Hey, wie ist dein Abend? Hast du vor, draußen ein bisschen Zeit zu verbringen? Ja, nur ein bisschen. Falls du es nicht bemerkt hast, es regnet. Denkst du nicht, du sollst dir jetzt noch mal überlegen? Naja, es wird dir so leid tun, wenn du dir eine garstige Erkältung einfängst. In der Tat, weil hier gibt's noch keine Medizin in diesem Spiel. Ha, das gab's ja später. Egal, was gibt's? Sprich mit mir. Wie schön, dass du da bist. Liest du mir das mal vor? Bitte, du musst das jetzt lesen. Merry Xmas, Marie. Musstest du im Krippenspiel die Rolle der Maria spielen? Egal, frohe Weihnachten, herzlich zu Nuddles. Wie oft möchtest du uns diesen Brief eigentlich zeigen, Marie? Das ist jetzt erst das dritte Mal. Danke, gut gemacht. Was meinst du, warum du das vorlesen solltest? Ich wollte dir nur den Brief zeigen. Was hast du denn gedacht? Dachtest du, das wäre jetzt etwas Weltbewegendes? So bin ich nun mal. Mach dir keine Gedanken. Ja, offensichtlich denke ich mir zumindest mein Teil, dass du anscheinend sehr auf Weihnachtsbriefe abfährst. Und insbesondere auf die guten alten von den Nuddles. Jetzt soll mir aber recht sein. Nicht, dass ich da was gegen hätte. Hey, Monique. Na, wie geht's so? Wie geht's dir an diesem stürmischen Tag? Mir geht's ganz okay. Es regnet und regnet. Ehrlich, es ist genug, um ein Mädchen wie mich krank zu machen. Genug Geschmatz. Brauchst du irgendwas von mir? Kann ich dir helfen? Mal nachdenken. Nein, leider habe ich keine Arbeit für dich. Mist. Darf ich dir das Unkraut im wenigstens hier vor dem Haus klauen? Ja? Ah, guck mal, da ist ein Fisch. So, den will ich jetzt angeln. Jetzt einmal spontan in Angellaune. Na? Yay, Fisch. Tja, da applaudierst du nicht, wa? Ich habe einen Karpfen gefangen. Jetzt brauche ich einen Krapfen. Krapfen hatte ich in der Tat schon sehr lange nicht mehr. Auch wenn ich den Spruch langsam nicht mehr hören kann. Ach ja. Ist schon irgendwie hübsch. Ich weiß, kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie einfach nur so diese spontane Idee hatte, alle machen irgendwie Minecraft. Du könntest auch irgendwas machen, was du täglich machst, wo du ganz viel Scheiße rumquatschen kannst. Mach doch mal aber was anderes außer Minecraft, weil das macht ja jeder. Ja, so entschied ich mich spontan für Animal Crossing und mittlerweile bereue ich es auch überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe, weil umso länger ich es spiele, umso mehr fühle ich mich richtig zu Hause wieder. Mir war nicht klar, wie sehr ich dieses Spiel vermisst habe, bis ich anfing es wieder so, ja, quasi täglich zu spielen. Finde ich aber auch sehr schön. Und das ist nämlich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf jeden Fall richtig viel Spaß dabei. Nee, das ist bestimmt wieder nur ein Seebarsch. Die sind zugegeben einer der Sachen, die ich jetzt nicht so nur geil finde. Da wäre ein bisschen mehr Abwechslung hübsch gewesen, aber naja. Ist ja nicht so, als wenn es keinen anderen Fisch gäbe. Wir angeln sie noch nie.
das ist ja nicht das Problem vom Spiel, das ist ja das Problem von mir selbst, nicht wahr? Wenn man hier andere Köder nutzen könnte oder sowas, damit man mal spezielle Fische fängt, das wäre natürlich hilfreich. Ich fresse doch fast ein Wesen, wenn das hier nicht die Falle sein könnte. Da war doch irgendwo was, nicht wahr? Und? Oh, oder auch nicht. So ein Fossil. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man bei Fallen hier sofort reinfällt. Oder ob man die, wie heißt's? Ob man dann einmal drüber laufen kann. Man muss sie halt ausgraben erstmal, damit man sie als Falle danach nutzen kann. Also im Sinne von, dass die, bis man sie einmal ausgräbt, als normale Items gelten, die halt vergraben sind. Hey, Tamara. Das ist aber einen geilen Schirm, den hätte ich auch gerne. Hallo, Redmaker. Verläuft dein Abend gut? Der läuft blendend. Obwohl es regnet, rege ich mich sofort ab, wenn ich dein Gesicht sehe. Echt wahr? Du bist so eine Art Anti-Regen-Gute-Laune-Motivationsvergrößerer-Personentyp. Einfach toll, wow. Das ist ja mein Wort. Anti-Regen-Gute-Laune-Motivationsvergrößerer-Personentyp. Das würde ich ja fast gerne als Videotitel nehmen, aber ich glaube, das ist ein bisschen lang. Was ist denn so los? Ja, gib mir mal einen Job. Da gibt's bestimmt etwas. Ja, würdest du für mich etwas zum Haus von Sieger bringen? Ach klar. Dieser Terminplaner war plötzlich in mein Haus. Ich vermute, Sita hat ihn bei mir vergessen. Ach was. Ich bin sicher, das wird einen riesen Tamtam verursachen. Könntest du das für mich erledigen? Ja, na klar. Okay, dann mal los. Ja, machen wir alles. Ich überlege gerade, die war doch oben bei dem Dingsfluss da irgendwo, ne? Hier sage ich aber natürlich auch erstmal Hallo. Hey, du bist es. Es ist ziemlich schwer, in dieser Dunkelheit etwas zu sehen und bei diesem Regen war ich mir nicht sicher. Es war schon irgendwie irre. Sei doch so nett und besuch mich wieder, wenn es etwas heller und sonniger ist, ja? Worum geht's? Möchtest du auch einen Gefallen haben? Nur weil ich ein Mann bin, heißt das nicht, dass ich Fische und Insekten und so ein Zeug fangen kann. Oder steht das etwa ein Handbuch für Männer? Wie denkst du darüber? Ich frage, weil ich diesen Freund habe, der sagte, er würde sich nicht mit einem Typen abgeben, der keine Insekten fangen kann. Boah, ist eine Sauerei. Ich weiß, komischer Kerl, wirklich seltsam, aber kannst du mir helfen, Redmaker? Kannst du einen Insekt für mich fangen? Dann kann ich ihm sagen, dass ich es gefangen habe und ihn etwas besänftigen. Komm schon. Hilf ein Tier aus der Klemme. Ja, das sollten wir aber hinkriegen. Also zumindest, wenn sich hier irgendwo ein Insekt blicken lässt. Ich habe nicht zufällig eins im Inventar noch, ne? Nee. Nur ein Fisch. Das bringt mir aber nichts. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir bei dem Mistwetter hier gerade überhaupt irgendwas finden. Das wird nämlich sonst auch ein bisschen komplizierter als gedacht. Na gut, ja, Birgit, die ignoriere ich mal, nimm's mir nicht übel. Macht aber das Unkraut weg, ne? Auch die Birgit soll es schön haben, auch wenn sie nicht gerade meine Liebste hier im ganzen Dorf ist. So, ich spurte mal eben hier so ein bisschen durch die Gegend. Weil ich muss mal Kram zu Hause wegschmeißen. Ich habe das ganze Inventar hier gerade voll. Ich glaube, ich packe einfach mal die Tapeten in den Schrank unten, ne? Ich meine, die sind ja wohl eh selten. Also zumindest ein oder zwei sind davon selten. Licht an, bitte. Vielen Dank. Schauen wir mal eben, was haben wir hier? Das ist ein Moosteppich. Was möchtest du tun? Da möchte ich doch mal was verstauen. Mach mal das da. Und dann möchte ich noch was verstauen, nämlich das da. So, der ist ja jetzt voll. Was haben wir da? Hier ist 30.000 Sternis. Ach ja, genau. Da war unser ganzer Reichtum. So, einmal den Gartenzaun da rein. Was haben wir hier? Ist ein Merzlos, ein Merzlos und ein Merzlos. Nee. Hatten wir da auch was drin? Ist eine Axt und eine Axt. Dann verstauen wir da doch mal noch einmal das Merzlos. So, müsste, was ich jetzt mal mache. Wenn wir mal keinen Bock auf den Ballon haben, dann können wir ja den Schirm auch wieder nehmen. Und weil der gerade ganz schön zu den Outfit passt, was ich auch nicht wechseln mag, weil es ja nun mal auch ein seltenes ist, ne, behalte ich mal den Ballon in der Hand und stelle uns den Schirm hier einfach in den Keller. Dann können wir da jederzeit, wie wir lustig sind, das einfach auch wechseln. Ohne, dass wir da, ja, ne, groß hinterherrennen müssen wieder. Schaden kann es auf jeden Fall nicht, denke ich mir. Nun gut, so, die Falle haben wir im Übrigen noch gar nicht gefunden gehabt. Ich guck mal eben noch mal kurz auf das Schild. Auf den Fünferfeldern war doch richtig, oder?
Irgendwo Fünferfelder. Ach so, das ist dann da. Ah, ja, vielleicht ist es beim Museum oder beim Wunschbrunnen. Ich habe jetzt nicht überall geguckt. Na gut, das macht natürlich Sinn. Dann gucken wir da gleich mal noch. Vielleicht finden wir die ja halt. Da finde ich auf jeden Fall noch was zum Ausgraben. Einmal bitte her damit. Ein Fossil, sehr schön. Da sagen wir nicht nein. Wir sollten ja vielleicht ein bisschen Post wegschicken heute, ne? Apropos. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Einmal Museum und nochmal Museum. Und dann machen wir nochmal Museum. Und, wer hätte es erwartet, noch ein Brief ans Museum. So, dann kann ich die Sachen nämlich einmal da reinpacken. Das und das. Du kommst mal in die obere Reihe. Was war das denn jetzt eigentlich? Geiles Karo-Kachel ist so ein Standardding. Standardding, ja gut, Fisch sowieso. Ich guck mal eben ganz kurz hier. Nicht, dass hier irgendwo hinterm Laden vielleicht das ist. Ne, offensichtlich aber nicht. Man weiß es nicht, ne? Sollte ja zumindest mal so ein bisschen Ausschau danach halten. Gut, da scheint es aber nicht zu sein. So, dann schauen wir mal erstmal, wo die Sita ist. Die war vorhin noch hier. Weiß ich nicht, ob sie das jetzt immer noch ist. Aber weit könnte sie dann ja eigentlich nicht sein. Naja, gut, da ist sie jedenfalls nicht. Ach, das wird ja wieder eine schöne Herausforderung. Sachen liefern ist immer so. Ach, können sie nicht alle zu Hause sein? Dann wüsste ich wenigstens, wo sie sind. Ja, du bist auf jeden Fall nicht zu Hause, oder? Nein, das habe ich mir schon gedacht. Verdammt. Ach, ich mag, dass hier der Luftballon hier hinterher fliegt. Das sieht irgendwie echt cool aus. So, dann schauen wir mal. Hier ist nicht zufällig was zum Ausgraben, ne? Ne, da vorne wäre es nicht. Toni habe ich ja Hallo gesagt. Da ist auch nichts. Gut, wir suchen jetzt einmal die Falle und wir suchen die Sita. Eine doppelte Suche macht auch doppelt viel Spaß oder so. Ich kriege diesen Ohrwurm nicht los. Das wird super. Dann werde ich jetzt tagelang werde ich das im Kopf haben, diese Melodie. Irgendwas zum Ausgraben vielleicht? Nein? Ah, was ist damit? Drauf laufen kann ich auf jeden Fall schon mal. Das ist ja mal ein Anfang. Und? Ah, ein Fossil. Na gut. Naja, ich kann mal eben die Schaufel aber in der Hand behalten schon mal. Ach ja, wenn wir noch ein Insekt finden würden, das wäre auch schön, ne? Ach, guck mal. Bill und Piggy. Ich lasse euch beide aber mal alleine. Ja, hier habe ich zwar Blümchen, aber keine Insekten. Ja, den beiden geht es eindeutig blendend, würde ich sagen. Tja, wo auch immer diese Sache sein mag. Ich finde sie nicht, glaube ich. Wage ich zumindest gerade zu bezweifeln. Hier offensichtlich nicht. Ja gut, da wird es ja kaum sein können. Na gut, ja, wo auch immer diese Falle sein mag, ich habe sie nicht gesehen. Bleibt jetzt aber immer noch die Frage, wo ist die Sita hin? Wenn ich danach einfach suchen könnte, das wäre so viel einfacher, ne? Das ist Monique. Oh. Oh, ich gerade mal die Schaufel in der Hand habe, ich grab mal eben Geld aus. Auch das kann ja nicht schaden. Ne, Kleinvieh macht auch Mist und so ein Kram. Und wir haben ja immerhin, ja, fast 17.000. Schon ordentlich. So, ist hier zufällig eine Sita? Sita? Hallo? Nein? Offensichtlich nicht. Ja, das wird ja eine schöne Odyssee hier. Ich freue mich. Ich hätte gerne, wie im DS-Teil, so ein Megafon, womit man einfach nach Leuten rufen kann, dann sieht man, wo die sind. Oder die kommen dann, oder was auch immer. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, auch nicht offensichtlich.
Hallo Marie, du hast nicht Sita gesehen, oder? Nein? Leute noch jemanden fragen können, das wäre auch eine Option, wäre auch witzig. Gibt es aber auch nicht. Huch. Da renne ich einfach mal gegen das Haus. So, hier vielleicht irgendwer? Nein? Vielleicht? Doch? Oder auch nicht? Nicht, okay. Offensichtlich nicht. Ja, da wohl kaum, da waren wir ja gerade. Gucken wir mal hier lang. Ich glaube, mit den Insekten sieht es aber auch sehr düster aus, ne? Also ich habe bisher jetzt nicht bewusst ein einziges wahrgenommen. Ich freue mich schon auf den Sommer, da gibt es glaube ich wieder Glühwürmchen. Also bei den späteren Animal Crossing-Teilen gibt es auf jeden Fall welche und ich meine hier auch. Würde ich schon ganz schön finden. Huch. Da schaufelt er einfach mal den Fluss. Das funktioniert natürlich nicht so ganz. So, was ist denn los? Oh, hallo Rex. Entschuldige, wollte ich nicht durch die Gegend schieben. Ja, hier ist offensichtlich aber nichts. Ja, Fossilien. Packen wir die mal eben weg. Tam, 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 tam. Komm, dann nehme ich den Luftballon schon mal wieder in die Hand. Ja, Julian, ich gebe immer noch mein Bestes. Kannst du mir vertrauen? Kann dir nur nicht garantieren, dass es auch erfolgreich sein wird. Tja, wo ist die Sita? Warum hat Julian eigentlich gerade nicht nach einem Fisch gefragt? Ich meine, er sagte doch, ne, dass irgendjemand ihm gesagt hätte, Insekten oder Fische. Ja, warum soll ich ausrechnen jetzt einen Fisch holen? Einen Insekt holen, umgekehrt, so rum. Ach, die Sita. Na hallo. Die suche ich doch schon die ganze Zeit. Hallo du, guten Abend. Ich habe mir gerade überlegt, dass dieses Sauwetter-Verschnecken eine tolle Sache sein muss. Da ist was dran. Ich glaube, irgendwie beneide ich diese Schnecken ein bisschen. Egal, was gibt's? Guck mal, ich habe was für dich. Von der Tamara. Ist das, entschuldige, aber ist das mein Terminplaner? Warum zum Geier hast du ihn denn? Tja, weil ich den liefern soll. Oh, ach so, darum geht es also. Tamara hat dich gebeten, ihn mir zurückzubringen. Klasse, das ist wirklich nützlich. Tausend Dank. Ist dieses Outfit nicht toll? Das werde ich gleich feststellen. Wetmaker, es ist gut zu wissen, dass es Menschen wie dich gibt, die so hilfsbereit sind. Ah. Da machen wir doch gerne. Außerdem kriegen wir auch mal was Feines dafür. Nicht, dass ich jetzt nur wegen der reinen Profitgier das machen würde, aber ich beschwere mich doch auch nicht. Gucken wir mal zumindest einmal. Um Jotta zu willen. Um Jotta zu willen. Nee, das wollen wir nicht. Das machen wir nicht. Kriegen wir auch bitte nicht wieder rein. Ja, ist aber total toll, Sita, ne? Also, ich danke dir natürlich. Vielen, vielen Dank, ja. Wo war nochmal die Müllhalde? Nein, so gemein bin ich dann doch nicht. Ach, nur manchmal. So, was machen wir denn jetzt hier mal noch? Dann insektentechnisch sieht es ein bisschen arg mau aus, würde ich sagen. Ich sollte mal für diese Gelegenheiten einfach mir irgendein blödes Insekt und irgendeinen blöden Fisch einfach mal in den Keller packen, oder? Wenn das nächste Mal einer fragt, ja, hier, da hast du. Dann kann man das schön aus dem Keller einfach holen und alle sind zufrieden. Am besten auch ein bisschen Obst dahinstellen oder so. Ach, apropos Obst, hier wächst das Bäumchen, sehr schön. Bevor ich da hingehe, ich schau mal eben. Ach, schön, der Kirschbaum ist ja auch gewachsen. Den habe ich ja ganz vergessen. Wie sieht es hier aus? Ach, der ist auch gewachsen. Ach, das ist doch herrlich. Mann, 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 wer hat denn die ganzen Klamotten aussortiert? Was haben wir denn da? Konfetti-Outfit und Muster-Outfit und Mauskilt immer noch und Italo-Outfit und ein Heizkörper. Okay. So, der ist meins. Wann wird nochmal abgeholt? Ich vergesse es immer. Montag und Donnerstag. Okay, gut. Also morgen früh verschwinden die ganzen Sachen. Ich habe jetzt kurz überlegt, will ich einfach alles nebenbei Tom Nook verkaufen, aber dann dachte ich mir, was bringen die Klamotten schon groß, ne? Ich glaube, das macht wenig Sinn. So, Luftballon in die Tasche und ab erstmal Post wegbringen. Ach Gottchen, ja, die Uhrzeit. Hallo Peggy. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich muss dich leider einen kleinen Moment belästigen, weil ich gerne ein paar Briefe loswerden möchte.
Okay, der Brief wurde akzeptiert. Ja, das ist aber noch nicht alles. Nein, tut mir auch nicht leid, aber das ist nun mal ein Job, meine Liebe. Goldene Regel generell, wer seinen Job nicht mag, sollte vielleicht drüber nachdenken, ob er nicht einen anderen Job machen sollte. Was in Peggys Fall wahrscheinlich heißt, nicht die Nachtschicht im Postamt machen. Einen habe ich noch für dich. Bitteschön. Gut. So, jetzt bist du uns auch los. Wir machen auch schnell die Türen dann zu, keine Sorge. Jap. Machen wir. Na gut, ja, dann würde ich sagen, wandere ich jetzt aber einfach mal nach Hause. Und ja, dann mache ich an der Stelle jetzt einfach Feierabend. Morgen wird es da bei Tom Nook bestimmt wieder ein bisschen mehr zu kaufen geben. Da freue ich mich schon drauf. Bin jetzt zwar gerade nicht so im riesen Möbelwahn und so viel kaufe ich auch meistens eigentlich gar nicht, aber prinzipiell mag ich schon doch unsere, ja, ich sag mal allein unseren Katalog ein bisschen mehr aufstocken, ne? Das wäre ganz hübsch. Gut, ja, dann, wie gesagt, mache ich jetzt aber eben hier Feierabend. Gehen wir mal unseren Luftballon gemütlich speichern. Euch danke ich natürlich fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Tag in Animal Crossing. Ich sag einfach bis dann.